Ich dachte am Anfang der 13. Folge von Shokugeki no Soma, dass tatsächlich das Camp schon vorbei sei, bis dann eben, naja, diese kleine Traumszene oder es sich als Traumszene eben herausstellt. Es hätte mich doch sehr überrascht, wenn es auf diese Art und Weise vorbeigegangen wäre, weil ich ja beim Review in der letzten Folge geäußert habe, die Vermutung, dass ja noch, eventuell noch ein großer Knall kommen wird, gerade am letzten Tag des Camps. Tja, der erste große Knall kommt nicht schon am letzten Tag des Camps, sondern bereits in dieser Folge, wo dann am Ende des zweiten Tages war es, glaube ich, sogar noch, oder des dritten Tages, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, angekündigt wird, dass für den nächsten Morgen ein Frühstück bereitet werden soll, was als Grundlage Ei, ja, entsprechend benutzt, also wo die Basiszutat wieder Ei darstellt. Ungefähr, was ja auch die Situation war, als Elina und Soma mehr oder weniger gegeneinander angetreten sind, wo die beiden sich dann noch ganz kurz in wenigen Frames angeschaut haben, fand ich gut so in Szene gesetzt. Ich finde schön, dass Megumi jetzt auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen in ihr Kochen hat und auch diese drei sehr gruseligen Herren da bittet dann, ihr es zu probieren am nächsten Morgen, als es eben darum geht, dann allen möglichen Gästen und auch den Bediensteten und dergleichen eben ein Frühstück zu servieren und 200 Portionen davon mit eben der Grundlage Ei zu schaffen und nicht nur die Grundlage Ei, sondern es soll noch eine gewisse Innovation haben, also irgendwie ein bisschen was anderes sein, was aber würdig wäre, auf ein Frühstücksmenü in einem Hotel zu kommen. Und ja, das erste Mal sehen wir, dass Soma zu knabbern hat, eben am Ende der Folge mit dieser Aufgabe, da von ihm das, was er gemacht hat, bis jetzt nur sehr wenig gegessen worden ist, was vielleicht daran liegt, dass er direkt neben Edina Summer seinen Platz hat und sie alle möglichen Leute angelockt hat und als erste die Aufgabe perfekt erfüllt hat. Und es waren auch sehr viele Food-Orgasmen wieder in dieser Folge drin, unter anderem dann auch bei Erlina, als dann der eine Herr es probiert hatte und sie als dann ihr die Füße geküsst hat und sie als Königin dann auf dem Eierthron thront oder dergleichen. Es war also eine von vielen Food-Orgasmen auch, die es in dieser Folge zuhauf gab. Und ja, mal sehen, wie es so mal aus der ganzen Sache herauskommt. Es schienen ja im Vorfeld einige zu vermuten, die gesehen haben, worauf er eventuell hinauslaufen möchte mit seinem Frühstücksgericht, dass sie schon geglaubt haben, dass er es nicht schaffen wird, inklusive Elena und eine neue Figur oder zwei neue Figuren, die in dieser Folge eingeführt worden sind. Ich weiß gar nicht, ob deren Namen jetzt schon genannt worden sind. Auf jeden Fall so eine, die ganz blasse, bleiche Haut hat und auch blond oder aschfarben irgendwie so in die Richtung und einen relativ großen Kerl mit schwarzen Haaren und Augenringen, die dann auch diese Murmeln benutzt haben und sie scheint eigentlich ganz cool zu sein. Sie will so ein bisschen, oh, da fällt mir jetzt das deutsche Wort, intimidating, also so ein bisschen einschüchternd war es. Genau, diese, also eine einschüchternde Atmosphäre ausstrahlen möchte und dann sogar beschreibt, welche Taktiken sie dafür verwendet, vor den Augen von Soma, der sich davon hat nicht sehr beeindrucken lassen, der wahrscheinlich ganz andere Probleme hat. Ich vermute, dass so in der Art und Weise, wie sie auch mit Erlina gesprochen hat, vielleicht sogar zu den Top 10 gehört oder ob das auch nur ein verzweifelter Versuch war, Erlina einzuschüchtern, die sich davon nicht sehr eingeschüchtert gezeigt hat. Aber ich könnte vermuten, dass sie vielleicht tatsächlich jemand ist, der mit zu dem Rat der oder zu den Top 10 Leuten mitgehört. Wir werden es, denke ich mal, in den nächsten Folgen noch erfahren. Sie schien auch Probleme zu haben, ihr Gericht, was ein sehr einfaches Ei-Gericht war, an die Leute und an den Mann zu bringen. Aber wir haben schon im Preview gesehen, dass dann in der nächsten Folge relativ viele Leute zu ihr kommen werden. Und ich habe da auch die Vermutung, dass sie da taktiert hat, damit, dass viele Leute, die jetzt eben bei den ganz vielen auch Köchen und bei den Schülern dort die verschiedenen Gerichte probieren, dass irgendwann sich eine gewisse Fülle natürlich auch einstellen wird und nicht jeder von allen möglichen Schülern das Gericht wird probieren können. Und dass sie ein Gericht gemacht hat, ein recht simples, einfach aussehendes, was als Dessert gedacht ist, was dann eben trotz eines guten Füllegefühls noch recht gut hinuntergeht. Ich schätze mal, das wird ihr Trick oder ihre Taktik sein, also von dieser neuen Dame, die wir vorgestellt bekommen haben in dieser Folge. Und wie Soma aus der ganzen Sache noch raus gelangt, weiß ich auch nicht so richtig einzuschätzen. Also er müsste im Prinzip eine ähnliche Taktik fahren, dass er die ganzen Mäuler, die jetzt schon gestopft sind, mit einem sehr leichten Eigericht, was als Dessert und was nicht so auf den Magen schlägt, versuchen noch irgendwie auf die Schnelle was Neues zu kreieren in allerletzter Minute.
Ja, ansonsten war, glaube ich, nichts großartig weiter. Ich fand es schön, dass wir auch Nikumi mal wieder gesehen haben. Eigentlich ja Ikumi, Nikumi, die auch dann ein wahrscheinlich Fleischei-Gericht, irgendwas in die Richtung da präsentiert hat, was auch ganz gut angekommen ist und die auch versucht wurde, von Miss Blass Bleichhaut eingeschüchtert zu werden. Die hat es auch bei Nikumi probiert. Aber naja, wen hatten wir noch? Ach ja, genau, unseren italienischen Freund, wo ich auch den Namen schon wieder vergessen habe, der auch ein Eigericht erstellt hat, was dann so ein bisschen ja, italienisch salatmäßig gemischt miteinander war, was auch sehr gut anzukommen scheint. Ich fand es auch ganz nett, dass sie immer während ihrer eigenen Herausforderungen dann immer zu Soma rüber geguckt haben, wie es bei ihm so steht, gerade weil ja unser Italiener bereits Soma als Rivalen anerkannt hat. Weswegen er auch am Anfang gesagt hat, von wegen, wie kannst du, was hättest du gemacht, wenn du das Shokugeki verloren hättest und da rausgeflogen wärst, was wäre dann mit unserer Revanche geworden? Und Nikomi scheint doch auch noch was für Soma mehr übrig zu haben, als man vielleicht so vermuten würde. Ja, ich würde im Prinzip immer mal ein bisschen gern noch mehr Theorien spinnen und ein bisschen mehr tatsächlich reviewen, statt nur die Inhalte zusammenzufassen. Aber das macht sich in so einer Setup-Folge relativ schwierig. Auch wenn es jetzt um Animationen, die Hintergrundmusik und so weiter geht, war es eine solide Folge und es macht auf jeden Fall Spannung dafür, wie Soma jetzt eben in der nächsten Folge versuchen wird, diesen Pinch, in dem er jetzt drin steckt, wieder herauszukommen. Also an Charakterentwicklung ist schon einiges zu sehen, was die Serie bis hierhin gerade bei Megumi geschafft hat. Und es fehlt bei Soma auch sowieso noch ein bisschen was. Und deswegen ist es jetzt auch gut, dass Soma mal eine erste Krise bekommt. Und wir sehen, was genau die Ursache dieser Krise ist in der nächsten Folge und wie er das Ganze wird lösen können. Und ich glaube, dass das auch nicht gänzlich ganz alleine schaffen wird, sondern vielleicht irgendwo noch ein Stupser von außen kommt, ob es Megumi ist, ob es vielleicht sogar ungewollterweise Erlina ist, die ihn ja eigentlich draußen sehen möchte, aber vielleicht sich doch irgendwie eines Besseren besinnt. Mal gucken, immerhin ist sie direkt neben ihm. Oder vielleicht unser Italiener, wer weiß. Aber naja, im Prinzip hat Soma jetzt schon vielen anderen Leuten ausgeholfen und sie beeindruckt und für sich gewonnen, dass jetzt in dieser Situation vielleicht auch er mal irgendwie von außen einen gewissen Einfluss oder einen kleinen Stoß nach vorn bekommt, was dann auch gut für seine Charakterentwicklung im Weiteren wäre, damit er nicht so als dieser unschlagbare und unnahbare Meisterkoch mit ganz viel Erfahrung rüberkommt, wie er ja auch eigentlich arroganterweise zu Beginn der Serie war, als er diese Ankündigung gemacht hat, nachdem er in die Schule reingekommen ist, von wegen, ich habe keinen Bock, mich mit Leuten abzugeben, die noch nie echte Gäste bedient haben, ich werde hier die Nummer 1 werden. Das wird Ihnen, denke ich, nochmal jetzt vielleicht sogar in nächster Zeit ein erstes Mal ein bisschen auf die Füße fallen, diese Aussage. Eventuell, dass er es nicht ganz alleine schaffen kann, an die Spitze zu kommen, sondern dass er da auch Hilfe und Unterstützung von anderen eventuell benötigt, gerade jetzt in dieser Situation, in der er steckt. Mal gucken, würde mich freuen, wenn der Anime ein bisschen in diese Richtung gehen wird. Deswegen freuen wir uns auf die nächste Folge. Ich sage an dieser Stelle jetzt Matane, bis zum nächsten Mal. Ach so, und gebe der Folge eine gute Folge, solide 7 von 10 Punkten. Noch jetzt hier hinten mit raus und dann jetzt wirklich Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.